Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Altenbeken-Schwanheim. Ich bin der Ralf Scheipers und in meiner rechten Hand habe ich eine Lorenz-Neuheit. Viele werden es vielleicht schon im Internet gesehen haben. Lorenz hat eine neue Geräteserie auf den Markt gebracht, also upcoming für 2021, also jetzt für über den Jahreswechsel. Und zwar das Elite FS. So, warum habe ich es in meiner Hand und nicht auf dem Ständer? Da machen wir es gleich hin. Aber ich will euch zuallererst mal das Gerät als solches zeigen. Von der Form her seht ihr schon mal, denn das ist einem HDS Live zum Beispiel, wie hier im Hintergrund, ziemlich ähnelt. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann seht ihr, dass das Gehäuse auch ziemlich ähnlich ist. Im Übrigen passt der gleiche Montagebügel. Also ich bin hier gerade beim Elite FS in 9 Zoll, da passt also auch der gleiche Montagebügel. So, da ist aber alles Nebensache, denn die Geräte haben eine Sache ganz neu bekommen. Und das ist der hier, dieser Ethernet-Port, also der orange Stecker, der für die Netzwerktechnik verantwortlich ist. Ihr kennt die Elite TI2, die Vorgänger, die haben per Wi-Fi die Echolot-Bilder hin und her geschoben. Man konnte also Geräte per Wi-Fi verbinden und dort sich die Bilder anzeigen lassen und die neuen machen es per Netzwerkkabel. Warum ist es besser mit Netzwerkkabel? A, hat es natürlich eine etwas schnellere Übertragung als Wi-Fi, aber die Sache hat natürlich noch was. Wir können jetzt einmal Geräte über ein Kabel verbinden. Aber über diesen Port kommt auch der neue Active Target-Geber von Lorenz, wird über dieses Kabel, also über diesen Port angeschlossen. Wie ihr seht, habe ich den noch nicht in der Hand, den kriegen wir noch, da warten wir gerade drauf. Aber das ist eins, warum diese Geräte jetzt den Port haben. So, wir werden es jetzt mal nehmen und an den Ständer montieren. Dann werde ich ein bisschen was zeigen über das Display und über Einstellungen. Und zusätzlich waren wir gestern im Übrigen schon auf dem Wasser. Unser René hat das Gerät mitgehabt. Ich hatte leider keine Zeit mitzufahren. Aber er war damit auf dem Gewässer, hat diverse Aufnahmen gemacht. Und ich muss sagen, kann ich schon mal so vorwegnehmen, die sind wirklich gut geworden. So, ich montiere jetzt das Gerät kurz am Ständer und dann machen wir weiter. So, wir haben unser neues Gerät jetzt hier am Vorführständer montiert, auf dem Bügel von einem HDS 9, weil wir keinen anderen Platz hatten. Und jetzt fällt eigentlich auf Anhieb schon ein Unterschied bei der Elite FS-Serie zu den darüber liegenden HDS auf. Wenn man mal genau schaut, wir haben hier unten 12 Zoll, da oben haben wir einen 7 Zoll. Beide HDS-Geräte haben an der Seite ein Bedienpad, was hier beim Elite FS etwas abgespeckter ausfällt. Also wir haben nicht das komplette Tastenfeld, um das Gerät zu bedienen, sondern wir machen es über das klassische Touchscreen. Also so, wie man es eigentlich schon von den Elite TI2 her kannte. Nur die Geräte haben jetzt auf den ersten Blick, und das sieht man auch, die haben ein deutlich besseres Display bekommen. Also vielleicht kannst du mal einmal rüberkommen. Manuel, hier sieht man noch die TI2-Geräte, die wir haben. Ein 9er fehlt, sonst hätten wir es hierhin gemacht. Aber wir haben hier oben zum Beispiel ein 7er. Das Display ist komplett anders aufgebaut. Das ist tiefer liegend im Gerät. Das ist jetzt keine Glasplatte, wie wir es da zum Beispiel jetzt beim FS haben. Und das gleiche im Übrigen auch bei den größeren 12-Zoll-Modellen, wie wir es hier unten haben. Also die Display-Qualität ist schon mal wirklich eine andere. Zur Netzwerkgeschichte und so weiter habe ich gerade schon was gesagt. Die Geräte sind also netzwerkfähig geworden. Und von der Menüstruktur her sind sie eigentlich aufgebaut wie vorher auch. Wir haben Lorenz typisch die Möglichkeit der Hauptauswahltaste, das machen wir über die Pages-Taste. Dann haben wir verschiedene Fenster, die wir auswählen können. Das ist also so vorprogrammiert, dass wir dort drin haben den Sonar, dass wir den Sidescan, Downscan etc. haben. Die können wir dann antippen und das Gerät befindet sich sofort in dem Modus, wie wir es möchten. Wenn wir jetzt aufs Menü schauen, ist es auch wieder wie früher schon. Das Menü ist dann immer passend zu den jeweiligen Darstellungen. Also hier haben wir jetzt ein Menü, wo wir die Einstellungen fürs eigentliche Sonar, also fürs Echolot-Bild vornehmen können. Wenn ich auf den Sidescan gehe, dann haben wir ein Menü passend zu unserem Sidescan. Im Übrigen sind die Geräte wieder in der Auslieferung mit dem Active Imaging 3-in-1 Geber. Der macht schon wirklich ganz beachtliche Sidescan-Bilder, Downscan-Bilder. Als weitere Neuheit gibt es ein Gerät in Kombination mit einem HDI-Geber. Das haben wir zwar früher, gab es die auch schon, aber da waren die ein bisschen anders zusammengestellt. Elite FS 7 Zoll zum Beispiel in Kombi mit einem HDI-Geber mit einem kurzen Kabel. Ganz interessant für Kajakangler, die dieses 2 Meter lange Kabel oder sowas haben wollen, damit die nicht so viel Kabelsalat verstecken müssen. Also ganz nett, auch da könnt ihr einfach mal schauen. Die Geräte sind im Übrigen schon auf unserer Seite. Zurück zu den Anzeigemodi. Wenn wir hier auf den Downscan gehen, dann hat das Gerät natürlich auch wie alle anderen Lorenz-Geräte die Fish-Reveal-Anzeige. Habe ich schon öfter mal erklärt, das Ganze. Wir haben also hier in dem Downscan, wo wir die Strukturen recht gut erkennen können, wenn Fische dort auftauchen, dann sehen wir schön orange, wie jetzt hier auf dem schwarzen Hintergrund zu sehen, orange gezeichnete Fischsicheln. Das ist also schon mal wirklich recht gut gelungen und auch da wieder voll implementiert.
Gleiche wie gerade, Menü natürlich jetzt passend zum Downscan. So, wenn ich meine Seiten zusammenstellen möchte, es gibt Vorgaben, die man auswählen kann, die von Herstellerseite her drin sind, aber ich habe nach wie vor die Möglichkeit, auf das Plus-Signal zu gehen und mir dann zum Beispiel meine eigenen Zusammenstellung reinzuziehen. Wir machen jetzt mal eins. Ich habe jetzt mal zweimal das Sonar ausgewählt. Das werden viele Angler kennen, die pelagisch unterwegs sind. Wenn wir das Ganze jetzt speichern, dann können wir zum Beispiel auf der einen Seite 200 kHz uns anzeigen lassen und auf der anderen Seite 83 kHz uns anzeigen lassen. Ist also auch wieder recht nett. Wir haben einmal diese breite Abdeckung auf 83, wo die Fische schneller gesehen werden, und auf 200 kHz, wo sie dann deutlicher in den Geberkegel reinkommen. Das hat unser René im Übrigen auf dem Wasser schon gemacht. Diese Einblendung zeigen wir euch jetzt mal. Also auch da sehr, sehr gute Bilder. Wir können gut die Fische erkennen. Wenn wir verschiedene andere Möglichkeiten haben wollen, das heißt, wenn wir Fenster haben wollen, wie zum Beispiel den Sidescan, das Downscan, zusätzlich das Sonar, dann haben wir auch die Möglichkeit, die Bilder hier oben anders zusammenzustellen. Das heißt, wir können das anklicken über diese Taste und uns zum Beispiel den Sidescan breit zu zeigen, Downscan auf der einen Seite, Sonar auf der anderen. Das kann ich noch wechseln, wenn ich so möchte. Gehe auf Speichern und habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich ganz kurz die Power-Taste drücke, mir den sogenannten Splitscreen zu verändern. Das heißt, ich kann schieben, wohin ich will, und mein Echolot wird mir dementsprechend das Bild zeigen. Sieht jetzt zwar bekloppt aus, aber man kann es halt einfach machen. Nach wie vor ist das Menü rausschiebbar, sodass wir die volle Displaygröße nutzen können und eigentlich wieder sehr, sehr, wie man jetzt schon sieht, sehr, sehr flüssig funktionierend. Also das Gerät ist sehr schnell geworden, es läuft so weiter und die Anzeigequalität wirklich gut. Wir zeigen euch jetzt mal live vom Wasser so ein paar Bilder im Sidescan, im Downscan und auch im 2D. Der René, wie gesagt, gestern auf dem Wasser gewesen, hat schon tolle Bilder gemacht, gute Fischanzeigen, hat den einen oder anderen Fisch anangeln können, aber nicht gefangen. Aber man sieht da schon eine sehr, sehr gute Anzeigequalität. Stärke nach wie vor bei Lowrance, auch eine gute Fischanzeige, zum Beispiel in Bodennähe und so weiter. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Also diese Geräte sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Jetzt schaut euch mal diese Bilder erstmal an, so ein bisschen gucken, wie es auf dem Wasser ist. Das ist, glaube ich, ganz gut geworden. Und dann erzähle ich euch was zu der nächsten Neuheit. Ja, was ist diese Neuheit? Habe ich gerade schon ganz kurz angedeutet. Wir haben es noch nicht da. Das ist der neue Active Target Geber. Aber ich kann euch schon mal zeigen, wie das auf dem Gerät aussehen würde, wenn er denn dann angeschlossen wäre. So, ihr geht auf die Pages-Taste. Jetzt sind wir hier in dem Einstellungsmenü, quasi in dem Vorführmenü. Und das Ganze, was hier hinterlegt ist, ist noch nicht mal eine Geschichte, die schlussendlich auf die FS ausgelegt ist, denn hier sind verschiedene Modi drin, die man eigentlich damit gar nicht machen kann. Aber hier seht ihr es, Active Target steht jetzt auf Aus. Ich aktiviere den mal auf Ein und gehe hier wieder raus. So, Active Target wurde aktiviert, jetzt gehe ich raus. Und wenn ich jetzt in mein Hauptauswahlfenster klicke, dann habe ich hier Active Target. Den kann ich anklicken, da ist natürlich jetzt noch keine Simulationsdatei hinterlegt, weil es alles ganz neu. Wir warten danach drauf, aber wir haben verschiedene Anzeigemodi, die man jetzt schon machen kann. Wir können verschiedene Farbtabellen einblenden, also Farbschemata, die wir nehmen können. Wir haben die Möglichkeit, der Rasterung einzustellen, auf welche Entfernung wir hinter das Bild, dann kommen so Linien da rein. Wenn wir jetzt den Forward-Modus zum Beispiel nehmen oder Down, dann sieht man halt, wie weit das Ganze ist. Stabile Ansicht zum Beispiel ist was so ein bisschen die Schwankungen vom Boot ausgleicht, dass wir das Bild etwas genauer bekommen hinterher.
Bei der Quelle werden wir den Geber sehen, der jetzt nicht dran ist. Also wenn wir einen angeschlossen hätten, würde er da angezeigt. Und ihr habt halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Videodateien aufzunehmen, um da für euch selber hinterher mal so ein bisschen was zu haben, was ihr testen wollt. Dazu natürlich mehr, wenn wir das Ganze im Prinzip haben. Also soweit, wie wir es jetzt sagen müssen, ist es ja noch nicht da. Wir warten drauf, aber da werden wir natürlich auch noch was machen, denn das ist eins der weiteren Highlights. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben die Autopilotensteuerung hier dran, was zum Beispiel in Verbindung mit einem Ghost-Motor von Lowrance passieren kann oder. Also die Möglichkeit habt ihr. Ihr habt ein NMRA 2000-Netzwerk, wo ihr das Ganze koppeln könnt, wo ihr Sachen mitmachen könnt und. Also wenn ihr da speziellere Fragen habt, ruft einfach an. Das machen wir, glaube ich, besser am Telefon, denn sowas ist in einem Video eigentlich, auf Deutsch gesagt, erstmal fürchterlich langweilig und zweitens auch nie so zielführend, wie man es sucht. Wenn irgendwelche anderen Fragen natürlich noch zu dem Gerät sind, natürlich melden. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt noch ein paar Bilder vom Wasser, wo, wie gesagt, unser René war, damit ihr das Ganze noch mal ein bisschen mehr im Detail seht. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Gerät, wo wir in Zukunft ganz, ganz viel von hören und sehen wollen. Eins habe ich noch vergessen und das ist, glaube ich, noch eine ganz, ganz interessante Geschichte, weil wir immer wieder gefragt werden, wo ist eigentlich der Kartenschacht? Diese Geräte haben natürlich einen Kartenschacht, der ist verbaut und der ist wie bei den klassischen Vorgängermodellen TI und TI2 ist er hier hinter dem Logo versteckt. Ihr müsst also nur das Lowrance-Logo anheben, dann habt ihr eine Gummidichtung und hier habt ihr den Kartenschacht drunter, denn das Gerät ist natürlich auch ein vollwertiger Kartenplotter. Ihr könnt also externe Seekarten wie CMAP, wie Navionics einlegen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit der eigenen Kartenerstellung. Da werde ich auch immer nach gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Und da geht man auf solch ein, auf den Kartenmodus und dann haben wir hier eine Overlay-Funktion. So, und wenn ihr die jetzt seht, jetzt steht hier zum Beispiel Wetter, was hier in Europa nicht funktioniert. Structure, wir können ein Struktur-Overlay machen, das heißt, dann wird unser Gerät das Bild vom Sidescan in die Karte implementieren, das heißt also, das macht er so transparent da oben drüber, da sieht man einiges, wir können das Radarbild überlegen, wenn eins angeschlossen wäre, so, jetzt ist mein Menü weggepoppt, wir können eine Temperaturverlaufskarte machen, relativ interessant für die, zum Beispiel die Angler, die im Frühjahr auf Hechte fischen, die flacher stehen, tiefer stehen, man sieht also sehr schön, wie sich die Temperaturen in den Gewässern verändern, dann habt ihr also verschiedene Farbschemata und wenn ich jetzt eine leere Speicherkarte eingelegt hätte, was ich nicht habe, dann steht hier auch noch Overlay Genesis Live. Das poppt erst dann auf, wenn eine leere Mikrokarte drin ist und die braucht ihr nur aktivieren und könnt loslegen mit eurer Echtzeitkartografierung. Denn dann macht das Gerät beim Fahren eine fertige Tiefenkarte und das von jedem Gewässer im Übrigen, wo ihr seid. Ganz egal, ob auf dem Baggerloch oder, er erkennt einfach die Position, wo ihr seid, er merkt, unter euch ist Wasser und ihr könnt dann eine Karte erstellen. Ich denke mal, das reicht erstmal soweit in Kurzvorstellung von diesem neuen Gerät. Ich glaube, die werden sich ganz gut etablieren, weil eben eine sehr gute Displayqualität vorhanden ist. Touchscreen gibt es in 7 und 9 Zoll Größe. Man kann sie mit dem Bügel aufmontieren. Wir haben die Möglichkeit, hier oben haben wir extra mal so eine Kante weggelassen, so eine Ecke. Hier seht ihr so ein Schraubloch. Ihr könnt die also auch fest im Boot verschrauben, wenn ihr das möchtet, im Steuerstand. Und ja, Geberkompatibilität natürlich, wie schon gesagt, HDI-Geber kann angeschlossen werden. Es kann der AI-Geber angeschlossen werden. Und wenn man da mal guckt, ich habe hier gerade einen dran, dann macht er zum Beispiel eins. Schwingertyp AI 3N1, das heißt, das Gerät hat wieder diese X-Sonic-Funktion, der Geber wird eingestöpselt und das Gerät erkennt ihn eigentlich von ganz alleine. Dann seht ihr, dann könnt ihr hier nichts machen, der ist ausgegraut, weil er sagt jetzt einfach, ich weiß, ich habe den Geber und den muss ich benutzen. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Gerät habt, geht auf unsere Internetseite www.echolotzentrum.de, dort sind die Geräte angelegt unter der richtigen Kategorie oder ruft uns an und wir machen das Ganze am Telefon, wo ich natürlich auch gerne weiterhelfe bei spezielleren Fragen und so weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage mal bis zum nächsten Mal. Danke.